herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, heute werden wir mal ein Wissensvideo machen und ich hoffe, es gefällt euch. Aber bevor wir das machen, kommen wir doch erstmal zum Inhaltsverzeichnis. Heute klären wir erstmal kurz, was ein Quasistern überhaupt ist, dann was der Beweis eines Quasisterns liefern würde. Dann besprechen wir die beiden Punkte dunkle Materie und dunkle Energie. Dann klären wir die Frage, was würde das für die Wissenschaft bedeuten. Dann noch die Frage, welche Auswirkungen das überhaupt auf uns hätte. Dann kommt ein kleiner Abschluss und dann die Quellen. Und jetzt noch ganz wichtig, das, worüber wir heute reden, die Quasisterne, ist eine Theorie. Es ist nichts bewiesen, alles eine rein hypothetische Sache. Um zu erklären, was ein Quasistern ist, schneiden wir noch ganz kurz an, was überhaupt Sterne sind. Als Stern bezeichnen wir einen riesigen Gashaufen, könnte man jetzt sagen. Und der funktioniert wie Kernfusion. Kernfusion ist, wenn... Die Kernfusion funktioniert folgendermaßen. Zwei Atomkerne fusionieren sich zu einem neuen Atomkern. Dies passiert unter sehr viel Druck und sehr viel Wärme. Und dabei wird halt auch sehr viel Wärme und Licht freigesetzt, weil sehr viel Energie freisetzt. Was sind Quasisterne? Quasisterne oder auf Englisch Black Hole Stars sind Sterne, die bis zu 80.000 Mal größer werden könnten als unsere Sonne. Um das mal kurz zu visualisieren, das wäre 380 Mal größer als W26, der uns bisher größte bekannte Stern im beobachtbaren Universum. Wenn Quasisterne existiert haben, dann haben sie heller geleuchtet als ganze Galaxien. Sie hätten bis zu 10 Millionen Sonnenmassen aus fast reinem Wasserstoff. Aber wie hätten diese Riesen der Sternwelt überhaupt existieren können? Wenn sie existiert haben, denn nur so etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall. Kurz zur Erklärung, zu dieser Zeit war das Universum sehr, sehr viel dichter als heutzutage. In dieser Zeit bildeten sich sogenannte dunkle Materiehaufen. Was genau dunkle Materie ist, klären wir später. Die enorme Anziehungskraft dieser dunklen Materie-Halos zog Unmengen an Wasserstoff in seine Mitte. Das bedeutet, so Unmengen Wasserstoff wurden immer weiter in die Mitte des dunklen Materie-Halos gepresst. Wie das nun mal ist, hohem Druck und gut konzentriertem Wasserstoff entstand ein Stern. Normalerweise bei der Entstehung eines Sternes schießt die entstehende Strahlung das restliche Gas nach außen. Bei Quasisternen ist das aber so. Dunkle Materie hat so viel Wasserstoff angesammelt, dass die Strahlung einfach nicht stark genug ist, um diesen ganzen Wasserstoff wegzubringen. Das überflüssige Gas ist also weiter in die Mitte gezogen worden und der Stern ist vergrößert worden. Das verlieh dem Quasistern auch seine enorme Leuchtkraft und seine extreme Wärme. Das Ganze erschuf so extreme Bedingungen, dass der Kern dieses Sterns eigentlich explodieren wollen würde. Durch aber den hohen Druck in der Mitte dieses Sterns kann er einfach nicht explodieren. Und der Druck sorgt dann dafür, dass der Kern des Sternes zu einem schwarzen Loch zusammenfällt. Natürlich entstand auch bei der Implosion des Kernes theoretisch eine Supernova. Aber für diesen riesigen Stern war das nicht mehr als ein kleines Ärgernis. Als hättet ihr euch einen Splitter eingefangen. Zu diesem Punkt, in dem der Kern des Quasisterns implodiert, ist er ungefähr 50 bis 500 Kilometer groß. Einer der besondersten Dinge an den schwarzen Löchern in einem Quasistern ist, dass die schwarzen Löcher rotieren, weswegen sich um das schwarze Loch eine Akkretionsscheibe aus sehr heißem Gas bildet. Durch die entstehende Reibung der Bewegung des schwarzen Loches und der Akkretionsscheibe heizt sich diese Akkretionsscheibe zu Millionen von Grad auf. So, jetzt müsst ihr wissen, dass schwarze Löcher immer nur sehr langsam wachsen. Egal wie viel, sagen wir mal, Nahrung sie um sich rum haben. Der riesige Druck in einem Quasistern allerdings zwingt das schwarze Loch sehr, sehr schnell Nahrung aufzunehmen und sehr, sehr schnell zu wachsen. Durch diese Tat dreht sich das schwarze Loch noch schneller. Das Gas und das schwarze Loch werden noch heißer und erzeugen so viel Energie, dass sie schaffen, gegen ankommenden Druck zu rebellieren. Es entsteht ein sehr wackeliges Gleichgewicht. Durch diesen Kreislauf wird das schwarze Loch immer heißer und es dehnt sich immer und immer schneller aus. Und immer 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 schnell. In der letzten Phase seines Lebens ist ein Quasistern sogar 30 Mal größer
als unser gesamtes Sonnensystem. Ihr könnt euch das mal vorstellen. Unser Sonnensystem samt Sonne, Erde, den ganzen Planeten und den Zwischenräumen. Und das mal 30. Und das war einer von den Giganten. Die Magnetfelder des Quasisterns sind nun so groß, dass sie Plasma förmlich ausspeien. Und das meine ich nicht nur sinnbildlich, ich meine das buchstäblich. Nach einer geringen Zeit, also nach kosmischen Maßstäben geringen Zeit, da Quasisterne kosmisch gesehen nicht sehr lange leben, wächst das Schwarze Loch so schnell, dass der Rest des Gases keine Chance mehr hat. Das bedeutet, das Schwarze Loch zersprengt mit der entstehenden Strahlung den Quasistern. Nun ernährt sich das Schwarze Loch von dem Überrest des einst so gigantischen Sterns. Ich habe ja vorhin schon angeschnitten, dass ein Quasistern nur wenige Millionen Jahre lebt. Jetzt bin ich mal etwas genauer. Ein Quasistern lebte ungefähr 7 Millionen Jahre. Obwohl der Ausdruck Leben hier natürlich nicht ganz richtig ist, es ist immer noch unbelebte Materie. In dieser Zeit Quasisterne auf etwa 4000 Kelvin ab. Ihre Klasse beträgt hypothetische Sternklasse. Okay, kommen wir zu einem der kürzesten Punkte. Welche Beweise würde ein Beweis des Quasisternes liefern? Der Beweis eines Quasisterns würde auf jeden Fall schon mal dunkle Materie beweisen. Der ganze Wasserstoff wird ja von der hohen Anziehungskraft dunkle Materie Halos angezogen. Die dunkle Materie würde, wie ich gleich auch lernen werde, die Existenz von dunkler Energie beweisen. Also kommen wir zum nächsten Punkt. Dunkle Materie. Nach Schätzungen macht dunkle Materie etwa 25% des gesamten Universums aus. Nur kurz am Rande, 5% machen die bionomische oder auch normale Materie aus. Nur mal kurz, um das zu bekräftigen, auch dunkle Materie ist nicht bewiesen. Damit macht dunkle Materie übrigens 85% der gesamten Materie des Universums aus. Einer der wesentlichsten Eigenschaften der dunklen Materie ist, dass sie unsichtbar ist. Wir wissen noch gar nicht genau, was diese dunkle Materie sein soll. Aber in vielen Theorien wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass sie existiert. Aber was wir wissen, ist, dass wenn sie existiert, sie durch ihre enorme Anziehungskraft die Galaxien zusammenhält. Dies ist so, weil die Anziehungskraft von normaler, also bionomischer Materie, nicht ausreicht, um Galaxien zusammenzuhalten. Die dunkle Materie muss das auch, denn die bionomische oder auch normale Materie hat nicht genug Anziehungskraft, um Galaxien zusammenzuhalten oder zu formen. Des Weiteren würde dunkle Materie erklären, wieso Galaxien rotieren können. Zumindest in der geschätzten Geschwindigkeit geht das nämlich mit normaler, also bionomischer Materie, auf keinen Fall. Auch nochmal ganz kurz am Rande. Normale Materie ist das, woraus alles, was du kennst, besteht. Ich, dein Handy, dein Sofa, alles aus normaler Materie. Es kann uns auch nochmal helfen, verstehen, wie viel dunkle Materie, alles, was wir beobachten können, das, was wir kennen, was wir sehen können, besteht aus der bionomischen. Und das macht ja nur 25% der Gesamtmaterie aus. Da, Umkehrschluss, ich habe euch erzählt, dass die dunkle Materie darstellt 85% der Gesamtmaterie im Universum. Das sollte man mal so stehen. Außerdem würde uns der Beweis dunkler Materie einen Einblick in die sogenannten Gravitationslinsen geben. Ganz kurz, Gravitationslinsen sind sehr große und massereiche Objekte, die durch ihre enorme Anziehungskraft das Licht von hinter ihnen ablenken. Und dadurch fungieren sie als eine riesige Linse. Also jetzt nicht die Linsen zum Essen, sondern so Lupenlinsen. Für alle, die es noch nicht verstanden haben, durch die Gravitationslinsen sehen Forscher von der Erde zum Beispiel Dinge hinter sehr massereichen Objekten leicht verzerrt und auch teilweise verstärkt. Und wie auch vorher würde die Anziehungskraft der bionomischen Materie nicht reichen, um einen sichtbaren Linseneffekt zu erzeugen. Wahrscheinlich würden wir auch Einblicke über die primordiale Nukleosynthese erhalten. Diese Nukleosynthese bezeichnet die Entstehung von Helium-4 und anderer Nukleoide aus Protonen und Neutronen. Und zwar im Speziellen die Bildung dieser Elemente 100 bis 1000 Sekunden.
Sekunden nach dem Urknall. Dies, also diese frühe Bildung, wäre allerdings nur möglich, wenn etwas, beispielsweise dunkle Materie, im ganz frühen Universum die Dichte des Universums verändert hätte. Auch würde uns dunkle Materie Einblicke in die kosmische Hintergrundstrahlung geben. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist eine Strahlung im Mikrowellenbereich, die kurz nach dem Urknall entstanden ist. Sie ist vor allem für die Temperaturverteilung im Universum. Diese ist aber nicht überall gleich. Es gibt Flecken, die sind kühler, es gibt Flecken, die sind wärmer. Dies würde sich erklären lassen, wenn die Materie im Universum nicht gleich verteilt wäre. Für eine ungleiche Verteilung müsste es aber natürlich eine andere Materie geben, mit der die bionomische Materie ungleich verteilt werden könnte. Beispielsweise dunkle Materie. Allgemein geht man davon aus, dass dunkle Materie aus sehr schweren subatomaren Teilchen besteht. Auch sogenannt, also ausgeschrieben, Weakly Interacting Massive Particles. Diese sogenannten WIMP wären nur sehr, sehr schwach in der Lage, mit der bionomischen Viren, könnten auch kaum Spuren. Ein Beispiel, wirfst einen Stein, du wirfst ihn ins Wasser, in ein dichtes Wasser, wo du nicht siehst, was da drin ist. Du nimmst also einen Stein und wirfst ihn ins Wasser. Du kannst jetzt den Stein nicht mehr sehen. Du weißt aber, dass er da ist, weil du seine Auswirkungen messen kannst. Du kannst zum Beispiel das Eintreten messen, also die Wellen, die vom Einschlagstein ausbreiten, und du kannst auch im Nachhinein noch messen, dass der Stein da ist. Wenn wir das jetzt übertragen, können wir die dunkle Materie, die der Stein darstellt, nicht sehen. Wir können aber ihre Auswirkungen auf das Universum beobachten. Nur kurz noch, um das Beispiel zu vervollständigen. Das restliche Universum ist das, was in diesem Beispiel. Deswegen glaubt man, dass dunkle Materie nur schwach mit bionomischer Materie oder Licht interagieren. Diese WIMPs müssten sich kurz nach dem Urknall gebildet haben, weil nur da die extremen Bedingungen des jungen Universums herrschten und nur in denen hätten sie entstehen können. Einer der spannendsten Fragen der Wissenschaft ist die Beziehung zwischen dunkler Materie und Antimaterie. Antimaterie ist genau das Gegenteil von bionomischer Materie. Sprich, sie hätte zum Beispiel genau die umgekehrte Ladung. Ganz kurz, auch die Existenz von Antimaterie ist nicht bewiesen. Man geht davon aus, dass bionomische und Antimaterie, wenn sie sich gegenseitig berühren, sich zerstören würden und dabei auch eine gewaltige Energie freisetzen würden. Da kann man sich natürlich fragen, wie verhält sich die Antimaterie in Bezug auf dunkle Materie? Zusätzlich wird der Zusammenhang zwischen Antimaterie und dunkler Materie intensiv erforscht. Und die Frage über den Zusammenhang geht sehr tief in die Wissenschaft rein und könnte unser Verständnis über das Universum komplett auf den Kopf stellen. Eine gängige Theorie ist, dass die dunkle Materie aus Teilchen besteht, die als ihre eigenen Antiteilchen fungieren. Man kann das ganz gut mit einem Photon vergleichen. Nach dieser Ansicht könnten nämlich zwei kollidierende dunkle Materieteilchen ein Photon oder ein anderes Teilchen des Standardmodells erzeugen. Trotz der spannenden Möglichkeit muss ich darauf hinweisen, dass diese Theorie sehr umstritten. Eine weitere sehr spannende Frage stellt die Frage, was dunkle Materie und dunkle Energie zusammenhängen. Was dunkle Energie genau ist, erkläre ich im nächsten Punkt. Der Zusammenhang ist, um genau zu sein, einer der fundamentalsten Fragen der Physik. Ich fasse es jetzt noch mal ganz kurz zusammen, was dunkle Energie ist. Ihr erfahrt genaueres im nächsten Punkt. Dunkle Energie ist eine besondere Form der Energie, die im gesamten Universum verteilt ist. Im Groben beschleunigt dunkle Energie die Ausdehnung unseres Universums und macht nach Schätzungen ungefähr 68% unseres Universums aus. Aus welchen Teilchen dunkle Energie besteht, ist eindeutig sehr unklar. Es gibt aber einige Theorien. Zum Beispiel gibt es Theorien, die besagen, dass dunkle Energie aus Vakuum entsteht. Also Vakuum ist ein leerer Raum, um genau zu sein. Also jetzt nicht so Zimmerraum, sondern so Raum, eher so im Kontext Raum und Zeitraum. Andere Theorien besagen, dass eine Art neues Energiefeld sein könnte oder eine Art modifizierter Gravitations. Der wichtigste Unterschied zwischen dunkler Materie und dunkler Energie sind ihre Auswirkungen auf das Universum. Während die schwere dunkle Materie alles zu sich ranzieht und dadurch die Ausdehnung verlangsamen sollte, macht die dunkle Energie genau das Gegenteil. Sie verschnellert.
die Ausdehnung. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Unterschied ist die Verteilung im Universum. Nach den meisten gängigen Theorien findet sich dunkle Materie vor allem in dunklen Materiehalos. Und dunkle Energie sollte überall im Universum gleich verteilt sein. Wie vorhin erklärt, sollte dunkle Materie vor allem durch ihre gravitativen Effekte auf sich aufmerksam machen. Wenn Interaktion mit Strahlung oder ionomischer Materie, sollte, wenn sie vorhanden ist, nur sehr, sehr schwach. Die dunkle Energie allerdings sollte keine Wechselwirkungen mit Strahlung oder bionomischer Materie haben oder generell mit Materie haben. Sie sollte auch nicht in der Lage sein, bei sowas wie Sternbildung oder Galaxienbildung mitzuhelfen. Doch was ist dunkle Energie eigentlich? Dunkle Energie, da fällt uns vielleicht jetzt etwas auf. 85% der Gesamtmaterie soll dunkle Materie mit einer sehr viel höheren Anziehungskraft sein. Wieso fällt das Universum nicht einfach in diese dunklen Materie-Halos zusammen? Vor etwa 14 Milliarden Jahren hatten wir den Urknall. Eine, man könnte sagen, riesige Explosion. Und jetzt stellt euch mal eine Explosion vor. Wenn man sich diese Explosion vorstellt, wird sie ja irgendwann langsamer. Am Anfang ist diese ganze Energie und wenn sie verbraucht wird, wird es langsamer, bis es stehen bleibt. Und genau da, denn das Universum wird nicht langsamer. Ganz im Gegenteil, es expandiert sogar immer und immer schneller. Dies würde sich vor allem durch die dunkle Energie erklären lassen. Die dunkle Energie könnte man als einen gravitativen Effekt beschreiben. Aber warte mal, woher wissen wir eigentlich, dass das Universum immer schneller expandiert? Und die Frage ist im Grunde einfach. Das Ganze lässt sich durch die sogenannte Rotverschiebung erklären. Die Rotverschiebung ist ein Phänomen, in dem das Spektrum vor allem im Spektralienlinien- und Emissionsbereich großer Himmelskörper verschoben, in Richtung der großen Wellenlinien verschoben werden. Nur kurz, damit ihr es versteht, sprich, das Phänomen der Rotverschiebung tritt auf, wenn ein Objekt sich bewegt, beziehungsweise wenn es sich sehr schnell bewegt und das Licht noch eine Weile zu uns hin braucht. Und die Rotverschiebung machen wir uns zunutze, weil wir sie so definieren, dass wir die ursprüngliche Wellenlänge herausfinden wollen. Und diese Veränderung stellen wir fest. Und dafür könnte es mehrere Gründe geben. Zum Beispiel einmal der Doppler-Effekt. Eine Bewegung von der Quelle des Beobachters oder unterschiedliche Gravitationspotenziale zwischen Beobachter und Quelle. Oder drittens, und darauf beziehen wir uns, das Universum expandiert zwischen Quelle und Beobachter. Die Rotverschiebung erklärt sich nicht durch eine Bewegung der Galaxien, sondern durch eine Ausdehnung des Raumes selbst. Und das könnte durch dunkle Energie erklärt werden. Und nur kurz, damit ihr versteht, wie wichtig diese dunkle Energie ist. Unser gesamtes aktuelles kosmisches Standardmodell basiert auf der Existenz dieser dunklen Energie, die wir noch nicht mal bewiesen haben. Eine weitere Sache, die man mit der dunklen Energie erklären könnte, wäre die mögliche Flachheit des Universums. Kurz zur Erklärung, es ist eigentlich recht bekannt, dass die Menge an bionomischer Materie nicht wirklich ausreicht, um eine geometrische Form zu erstellen. Nach Schätzungen existieren für eine geometrische Form sogar nur 2-5% der notwendigen Materie in bionomischer Materie. Die Bewegung zwischen Galaxien kann zwar durch die dunkle Materie erklärt werden, aber auch wenn wir die dunkle Materie dazu nehmen, wie immer noch nicht genug Materie. Die renommierteste Theorie zur Erklärung eines großräumigen Universums ist die allgemeine Relativitätstheorie. Was habt ihr wirklich gedacht, die kommt nicht vor? Wie gesagt, könnte die Expansion des Universums durch dunkle Energie erklärt werden, aber auch das nur unter der Bedingung, dass die dunkle Energie positiv geladen ist. Solange die großen Skalen gegenüber der Krümmung dominieren, okay, das war jetzt ganz schön viel Input, lassen wir das mal kurz sagen, okay? Weiter. Was könnte das heißen? Erstmal würde es die supermassereichen schwarzen Löcher in Zentren von Galaxien erklären. Denn nach den gängigsten Schätzungen gibt es schwarze Löcher nicht lange genug, um dass sie so viel Materie in sich aufnehmen können, um so groß zu werden. Okay, ich bemerke gerade, dass das zu erklären etwas schwierig ist. Kommen wir zu einem Beispiel. Wir als Beispiel das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, also der Milchstraße. Dieses supermassereiche schwarze Loch hat Millionen von Sonnenmassen. Und wie vorhin erklärt, wachsen schwarze Löcher ja nur sehr, sehr langsam. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, dass die schwarzen Löcher verschmolzen sein könnten. Aber, genug, wenn man bedenkt, dass diese Ereignisse nur sehr selten auftreten,
ist das Universum nicht alt genug, um solche großen schwarzen Löcher zu erzeugen. Und da kamen natürlich die supermassereichen schwarzen Löcher in Quasisternen. Nur mal kurz zum Verständnis. Auch beweisen würde ein Beweis der Quasisterne, dass die dunkle Materie existiert, da sich das ganze Helium und der ganze Wasserstoff ja alles in den dunklen Materie-Halos gesammelt hat. Folglich müssten denn dunkle Materie-Halos existieren. Und wie vorhin erklärt, wenn dunkle Materie existiert, muss auch so etwas wie dunkle Energie existieren, weil sonst das Universum ja einfach in sich zusammenfallen würde. Ja lol, wir haben jetzt schon zwei riesige gravitative Phänomene aufgedeckt. Und das würde in der Wissenschaft wahrscheinlich einen ähnlich großen Durchbruch bedeuten wie die allgemeine Relativitätstheorie. Wenn wir bewiesen haben, dass dunkle Materie existiert, dann würden wir wahrscheinlich auch verstehen, wieso Galaxien rotieren. Und die generelle Bewegung der Galaxien würde sich auch daraus erklären lassen können. Eine Möglichkeit, Quasisterne zu beweisen, wäre eventuell das James-Webb-Teleskop. Denn dies kann so weit sehen, dass es auf einige wenige Jahre nach dem Urknall zurücksehen kann. Das ist ja alles ganz spannend. Aber was würde das eigentlich für die Menschheit bedeuten? Naja, das ist vorauszusagen, ist gar nicht mal so einfach. Aber ein paar grobe Ideen kommen jetzt. Energieerzeugung. Möglicherweise könnten wir eine neue Form der Energieerzeugung. Raumfahrt. Eventuell wäre das auch für revolutionäre Antriebe verantwortlich. Informationsverarbeitung. Es ist möglich, dass dunkle Materie und Energie in der Informationsverarbeitung eine große Rolle spielen könnten und auch für neue Computertechnologien genutzt werden können. Wir können lange nicht einschätzen, welch riesigen Nutzen das für die Menschheit haben könnte. Aber das sind einfach nur ein paar grobe Ideen gewesen. Und nochmal, diese Möglichkeiten sind höchst spekulativ. Wir können nicht wissen, was wir mit diesem Wissen anstellen können. Es kann sein, dass wir alles davon anstellen können, es kann sein, dass wir nichts davon anstellen können. Das ist sehr, sehr spekulativ. Abschluss. Ich finde, dass Quasisterne eine der spannendsten Themen sind, die mir jemals begegnet sind. Ich denke auch, dass es sich lohnt, danach zu forschen, ob sie existiert haben könnten. Ich denke, dass das uns viele Einblicke geben würde. Oh, hier sind noch meine Quellen. Und damit bekommt ihr von mir ein raues Ciao.